Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Freedom. Ja, lange ist es her diesmal und es hat auch verschiedene Gründe gehabt. Ich war zum einen auch im Urlaub im Sommer. Drei Wochen, Quatsch, das waren 6 Wochen oder so oder 5, keine Ahnung, auf jeden Fall. Eine längere Zeit in Ungarn, dann halt auch noch hier. Außerdem hatte ich dann auch eine Phase, wo ich auch keine Lust hatte, auf Minecraft so wirklich. Und in letzter Zeit zocke ich auch relativ wenig Minecraft. Und jetzt hatte ich auch irgendwie Lust, aber dieses Haus hier zu renovieren, weil wir wollten, ja, beziehungsweise ich wollte ja dieses Haus renovieren, weil das halt nicht so schön aussieht. Und ich habe dafür ja auch eine Schematik gemacht. Also in meiner Probewelt jetzt. Da habe ich auch schon eine Schematik erzeugt davon. Genau so ist das. Und ja, das möchte ich ja dann jetzt gerne in einer Timelapse wahrscheinlich bauen. Weiß nicht, ob ich heute schon alles mache. Das werde ich noch sehen, wie gut ich vorankomme und so weiter. Aber ja, ihr seht schon, so sieht das Haus aus. Und ich denke mal, ich werde später, wenn ich es fertig habe, werde ich mal so eine so wieder so rüberfliegen und so, was ich, wie das halt am Ende aussieht. Und wir können das ja eben hier mal anschauen. Eigentlich wollte ich, glaube ich, so eine Animation machen, wie das vorher aussah. Oder vielleicht mache ich das noch am Ende. Das werdet ihr dann dementsprechend sehen. Aber so, das sieht man einfach jetzt schon, dass das halt einfach nur so ein, ja, so ein Haus ist, das halt nicht wirklich beendet war und auch nicht großartig groß war und so weiter. Aber naja, wir werden halt sehen, was wir hier machen können. Und ja, ich würde sagen, ohne groß rumzureden, irgendwo ist eine Hexe, habe ich gerade gehört, ohne groß rumzureden, würde ich einfach mal anfangen mit dem Haus. Hier sind die ganzen Materialien, die wir brauchen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt und ich muss irgendwo noch was holen. Ansonsten muss ich immer nur hier hinrennen und das ist dann halt besser, wenn ich immer nach Hause rennen muss. Ja, ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los mit der Timelapse. We'll be right back.
Jo, und da sind wir auch schon fertig mit unserem Gebäude. Ich befinde mich gerade im Game Mode 1, jawohl. Und ja, so sieht das ganze Haus jetzt am Ende aus. Hier seht die Fassade zu dem Vorherbild. Hier sehen wir mal ein Vorbild eingeblendet. Und beziehungsweise hier sind noch ein paar andere. Und ja, wie ihr den Unterschied jetzt schon bemerkt habt, ich habe quasi das Format genommen, was die Laura auch vorher gemacht hat. Die ist nämlich Laura, die das Haus gehört hat. Oder Banef, wie auch immer. Und ich habe es dann einfach halt umgebaut, so dass das halt ganz ein bisschen cooler aussieht. Und ja, ich will hier noch später eine Street quasi machen, also wie soll ich das denn sagen, eine Straße hier lang führen. Die ist jetzt ein bisschen knapp an der anderen Straße, die gerade hier hochkommt, aber die soll dann hier so rund gehen und dann kann hier nämlich halt noch ein modernes Haus hin und dann hier mit so einem Weg verbunden sein und vielleicht hier nochmal so rum und dann vielleicht runter oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dann noch mache. Ich muss ja eh noch meine Hausseiten noch machen, das habe ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall zurück zu diesem Haus. Ja, ich habe mich halt schon an die Idee quasi gehalten, so ein bisschen. Außer halt diese Schräge hier, das ist alles weggegangen. Und dann habe ich halt hier so einen schönen Balkon gemacht, schöne moderne Elemente reingemacht, diese roten Säulen, ein Pool, bisschen Liegemöglichkeiten, hier so einen kleinen Garten, eine Palme. Und hier halt oben auf dem Dach halt so ein bisschen Garten und Solartechnik und so weiter, Entlüftung und so weiter. Jo, und dann halt hier auch so ein paar moderne Elemente eingebaut. Das Gras habe ich halt so gemacht, dass das hier das gemähte Gras darstellt. Hier das helle ist zwar ein bisschen höher, eigentlich hätte ich das halt dunkler machen können, aber ist ja auch egal. Sieht auch gut aus, habe ich schon auch bei vielen Gebäuden eigentlich gesehen, wie das helle Gras so gemacht haben. Jo, ansonsten haben wir hier jetzt so einen schönen Bereich für das, so ein kleines Skyline quasi, oder wie man das nennt. Dann können wir hier reingehen. Eingerichtet habe ich es nicht. Ich dachte mir, das wird jetzt so ein Haus, was man halt verkaufen könnte. Also, dass niemand drin wohnt, dass das halt leer steht. Hier könnte eine Küche entstehen, hier kann man wieder rausgehen, Esszimmer und ein Wohnzimmer hier und ja, dann kann man hier halt hoch. Hier kann man einen kleinen Bad mit zwei kleinen Fenstern. Vom Balkon kann man noch reinsehen, aber auf dem Balkon kann man ja eh nur, wenn man hier im Schlafzimmer ist. Und ja, ansonsten halt hier so eine kleine Chill-Out-Area und so weiter. Und dann kann man hier auch schon nach unten schauen und so weiter. Ja, und ansonsten habe ich halt hier noch ein bisschen das Gras so zerfranst, quasi nach außen, damit das nicht so abgehackt aussieht wie in der Timelapse. Habe ich das so ein bisschen mit der Natur quasi verbunden. Und ansonsten, ja, ansonsten habe ich ja nichts gemacht jetzt so offline. Hat auch hier das Gras so ein bisschen zerfranst und so weiter. Hier will ich und hat hier diesen Weg hier nochmal gerade hochgeführt. Hat so einen Knick gemacht und dann wird es halt hier halt so eine Straße geben irgendwie. Aber das muss ich halt noch gucken, wie und was und alles. Das sieht halt jetzt noch nicht so toll aus, aber ich hoffe, ich kriege es dann nochmal hin. So in dem Stil wie hier die Straßen, also hier die, dann wird das hier auch so da rumgehen und so weiter. Und ja, dann gucken wir mal, wie das dann aussieht, ne? Auf jeden Fall, wie haben wir es hier gemacht? Genau hier nochmal mit dem Endeside und so weiter. Das führt dann zu dem Hafen und so können wir es dann auch machen. Aber immerhin, das sieht schon mal besser aus als vorher. Jetzt haben wir so ein schönes modernes Haus hier reingebaut oder draufgebaut auf dem Berg. Und dann kann hier auch nochmal irgendwann was hin. Beziehungsweise halt erstmal mein Haus generell. Und halt mein Chillout-Area hier. Und was weiß ich nicht. Also hier kommt ja nochmal ein riesiges Haus hin irgendwann. Wenn ich mal die Motivation dafür finde, weil das wird ja schon ein recht großes Haus werden wahrscheinlich. Und dann auch noch modern. Schön schlicht gehalten. Ich will es nicht übertreiben unbedingt, aber es soll halt schlicht und ich mag halt Minimalistik so ein bisschen. Und ja, dann müssen wir halt hier auch nochmal eine Straße lang führen, was dann halt auch mit meinem Haus verbunden ist, quasi, mit meiner Garage und so weiter. Und dann wird da später auch noch eine Bäckerei sein, die habe ich auch schon vorgebaut in der Probewelt. Und dann halt hier mit der Straße, die halt aus dem Berg kommt, so irgendwie verbunden. Die wird dann halt hier wahrscheinlich hier so hochgehen auf den Berg, hier so rum. Oder mal schauen halt, wie mein Haus sich hier aufbaut. Naja, auf jeden Fall war es das zu der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, wenn ich wieder Zeit finde, hier irgendwas zu bauen, beziehungsweise irgendwas Vernünftiges aufzunehmen. Naja, auf jeden Fall danke ich euch dafür und bis dann!